Über Geld redet man nicht. Doch, ich tu's. Ich rede über Geld. Ich rede darüber, was ich mit YouTube 2023 verdient habe oder eben auch nicht verdient habe und wie sich das Ganze zusammensetzt. Das ist ein Versprechen, was ich gegeben habe in dem Moment, wo ich meinen YouTube-Kanal monetarisiert habe. Aus steuerlichen Gründen habe ich das Ganze als Gewerbe angemeldet. Das heißt, ich muss tatsächlich auch eine Einnahmen-Ausgabenrechnung machen. Insofern geht es nicht nur um das, was ich einnehme, sondern auch um das, was ich dafür ausgegeben habe. Habe einen relativ guten Überblick und fange mal einfach mit den Einnahmen an. Die Einnahmen setzen sich bei mir zusammen aus 5 Quellen. So habe ich mir das sortiert. Wir haben einmal die Einnahmen von YouTube. Das gliedere ich später detailliert auf. Wir haben die Einnahmen von Amazon. Wenn ihr unter meinen Videos auf die Amazon-Links geht und das verlinkte Produkt oder auch irgendein anderes Produkt bei Amazon bestellt, bekomme ich einen kleinen Kickback davon, ohne dass es für euch teurer wird. Das ist also ein Support für meinen Kanal, der euch nichts kostet, mir aber hilft. Da fließt bei mir etwas Geld ein. Dann habe ich eine Datenbank gemacht. Ausschnitte davon könnt ihr in dem Video sehen, was ich euch am Ende verlinke, wo ich euch meine 2023er Neuzugänge vorstelle. Da sieht man Ausschnitte aus der Datenbank. Diese Datenbank bzw. mein Gerüst der Datenbank, die Software selber ist kostenlos, mein Gerüst der Datenbank verkaufe ich für 15 Euro und da hat es in 2023 tatsächlich auch einen Kunden gegeben. Dann habe ich, ihr könnt das hier sehen, T-Shirts, Tasten und andere Sachen mit meinem WatchMaxe-Logo. Das Ganze läuft über Spreadshirt. Da habe ich Einnahmen gehabt und ich habe noch sonstige Einnahmen gehabt. Fangen wir mit den sonstigen Einnahmen an. Das sind Uhren, die ich von Herstellern geschenkt bekommen habe, beziehungsweise Rabatte, die ich bekommen habe, die über ein marktübliches Niveau hinausgehen. Oder es sind Karten, wie zum Beispiel zur Watchtime, die ich geschenkt bekommen habe. Das sind natürlich alles Sachen, die einen Geldwert haben und die bei mir reingekommen sind. Die muss ich steuerlich als Einkommen angeben. Diese ganzen Sachen addieren sich in 2023 auf 860 Euro bezüglich meines YouTube-Kanals. Alles, was nicht unmittelbar mit meinen Videos und meinem YouTube-Kanal in Verbindung steht, ist hier nicht enthalten. Zum Beispiel die Uhr, die mir ein Zuschauer geschenkt hat. Das ist keine Zuwendung eines Herstellers, das ist keine Einnahme im Sinne von, ich habe was dafür geleistet, das ist ein Geschenk eines Zuschauers. Das ist hier nicht drin, aber die Herstellersachen sind hier selbstverständlich alle drin. Spreadshirt, da wo ich meinen Shop habe, habe ich über verkaufte Tassen und andere Sachen 2023 24 Euro eingenommen. Meine Datenbank hat satte 15 Euro eingebracht. Über die Amazon Affiliate Links habe ich 310 Euro eingenommen, ungefähr. Ich nehme das Video hier am 20.12. auf, das heißt 10 Tage stehen noch aus. Die Zahlen sind aber relativ verlässlich. Ich werde euch das nachher an YouTube zeigen, wie nah die Zahlen beisammen liegen. Und die Differenz ist, denke ich, komplett vernachlässigenswert. Und über YouTube habe ich eingenommen 2330 Euro beziehungsweise werde ich am Ende des Jahres eingenommen haben. Sodass sich meine Einnahmen insgesamt belaufen auf 3539 Euro. Dem stehen Ausgaben gegenüber. Ich habe mir dieses Jahr zwei zusätzliche Kameras gekauft, um meine Videos aus unterschiedlichsten Perspektiven filmen zu können.
Und ihr habt das in den letzten Videos gemerkt. Es gibt die Kamera, die auf mich gerichtet ist. Dann gibt es die Kamera, die von oben auf die Uhr filmt und eine seitliche Kamera, da so, na, eine seitliche Kamera, die nochmal eine andere Perspektive bietet. Der Vorteil ist, dass ich das Ganze in einem Rutsch aufnehmen kann und nicht anschließend zeitversetzt zusammenschneiden muss. Das ist der Grund für die Kameras. Dann habe ich mehr Kameras, mehr Stative. Ich brauchte zusätzliche Stative. Ich brauchte zusätzliche Mikros für die zusätzlichen Kameras. Bei der Watchtime kamen Hotelübernachtungskosten dazu, um zumindest einen Teil meiner Videos zu sichern. Ich sichere nicht alles Rohmaterial, was ich habe, aber mindestens die fertigen Videos sichere ich. Brauchte ich extra eine Festplatten, weil es einfach eine unglaubliche Datenmengen sind, die ich produziere. Und dann Kleinkram wie Stecker, Kabel. Alles das hat sich aufaddiert auf 3.507 Euro, sodass ich Stand heute, 20. Dezember, einen Gewinn mit meinem Kanal gemacht habe von 32 Euro vor Steuern für das ganze Jahr. Erste Jahr, wo ich Plus gemacht habe, die letzten Jahre waren alle im Minus. Ich gehe davon aus, dass das Plus die nächsten Jahre steigen wird, weil Stative, Objektive, Kameras bin ich prima ausgestattet und das sind natürlich brutale Kostenblöcke, wenn man da zuschlägt. Könnte also durchaus sein, dass ich im nächsten Jahr im oberen dreistelligen, vielleicht sogar vierstelligen Bereich Gewinn mache, dann davon meine Steuern zahle und mich an dem Rest diebisch freue und es einfach genießen werde. Ich habe euch versprochen, euch auch aufzudröseln, wie die YouTube-Einnahmen zustande gekommen sind. Das zeige ich euch jetzt mal anhand der YouTube-Analyse-Seite. So, wir gehen auf die Kanalanalysen, Statistiken, schauen uns den Umsatz an und wählen die letzten 365 Tage. Das entspricht nicht ganz dem Jahr 2023, kommt der Sache aber sehr nah. Und hier seht ihr, dass der Werbeumsatz bei YouTube 2.318 Euro sind. Ich hatte gesagt, es sind 2.330, also sehr nah dran, das passt. Anzeigen auf der Startseite und im Video selber schlagen hier mit 2.061 Euro zu Buche. Meine Werbeeinnahmen aus den Shorts, die ich gemacht habe, liegen bei 3,55 Euro. Kanalmitgliedschaft, vielen Dank an alle Mitglieder, dass ihr weiter dabei geblieben seid, liegt bei ungefähr 210 Euro. Und Supers, das sind Super Chats und Super Thanks, mit denen ihr mir etwas spenden könnt, wenn euch irgendein Video besonders gut gefallen hat, bei 43 Euro. Und verknüpfte Shops, das ist mein Spreadshop. Bei Spreadshirt 497 Produktklicks, die, wie ich erwähnt habe, zu insgesamt 24 Euro Umsatz geführt haben. Ja, das ist jetzt nicht so richtig viel gewesen. Was ich euch aber gerne noch zeigen möchte, ist die Videos, mit denen ich am meisten eingenommen habe und erstaunlicherweise ist das immer noch eines meiner ältesten Videos. Und zwar das Video, wo ich zeige, wie man Stahlbänder kürzen kann. Mit diesen 5 Top-Tipps könnt ihr jedes Stahlband kürzen. 140 Euro in den letzten 365 Tagen. Wenn ihr dann auf das nächste Video geht, exklusive Interviews, das ist meine verwackelte Zusammenfassung der Watchtime. Da liege ich bei 87 Euro und dann rutscht es auch schon auf 30 Euro runter. Das heißt, mit den wirklichen Reviews, die ich mache, mit den Uhrenvorstellungen, nehme ich signifikant weniger Geld ein als mit Uhrenthemen, die eine breitere Masse ansprechen. Wenn ich also Videos machen würde wie diese
5 meist begangenen Fehler bei Automatikuhren sollt ihr vermeiden oder Vor- und Nachteile Automatik Quarz oder was auch immer, könnte ich wahrscheinlich deutlich mehr Werbeeinnahmen einnehmen, macht mir aber auch deutlich weniger Spaß. Ich mache sehr gerne Videos, die ich mir selber auch anschauen würde und bei denen ich ein kleines, aber wiederkehrendes, interessiertes Publikum anspreche. Insofern ist mir das zum Glück egal, wie viel Geld ich einnehme, und bleibe bei den Themen, die ich mache, versuche die Videos einfach ein kleines bisschen besser und noch interessanter zu machen und meinen Inhalt nur graduell zu verändern. Ja, das waren meine Einnahmen, wie ihr seht. Reich wird man davon nicht. Es reicht für 2 Pizzen und 2 Bier. Was ja auch nicht schlecht ist, ich habe zum ersten Mal Gewinn gemacht. 2024 wird es vermutlich mehr gewinnen, aber das kann auch sein, dass es sich im Laufe des Jahres ganz anders herausstellt. Das ist also meine Einnahmenübersicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es für das Geld machen würdet. Tschüss, euer Axel.